Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Wir waren auch in der neuen Messe München schon damals dabei, als das noch Heim und Handwerk war. Ah, ja. Und hier jetzt auch schon zum dritten Mal dabei. Damen und Herren, Hartmut Groll, das ist dieser Herr hier, der links neben mir steht. Das ist ein Mensch, der wahnsinnig viel Zeit hat. Der hat mir gerade gesagt, okay, es kommt eigentlich nur auf die Organisation des Lebens an, da kann man was Ordentliches machen. Gell, Herr Groll? Richtig, ne? Und Sie bauen bevorzugt Modelleisenbahnen? Oder? Ich bin 40 Jahre bei der DB gewesen und irgendwann kam dann der Ruhestand und dann muss man sich irgendwie organisieren. Also nur auf der Couch sitzen. Meine Frau ist 10 Jahre jünger, der habe ich dann die Butterbrote geschmiert und habe sie auf die Arbeit geschickt. Ja? Und ich habe dann anschließend Modellbad gebaut. Sie sind so ausgefuchst. Aber nichtsdestotrotz die Frage, wenn man so lange bei der Bahn tatsächlich im Dienst war und mit Zügen 1:1 gearbeitet hat, wieso holt man sich das dann auch noch? Nein, mit Zügen 1:1, nein, ich hatte einen Bürojob. Ein Bürojob? Ja, ich habe also die Züge nur gesehen. Mhm. Ich war bei der Dispo-Stelle für Autoreisezüge, was also so eine Nische bei der DB immer war und jetzt leider gar nicht mehr gibt, ja, ist eingestellt worden. Aber da hat man mehr oder weniger nur Regie gezogen, aber hat nicht das große Vorbild. Und denken Sie immer mal, man ist ein kleines Rädchen. Aber hier kann man dann richtig sich austoben. Ja? Und es ist ja auch wichtig, dieses Hobby. Sie lernen Elektrik, Sie lernen mit dem Holz umzugehen. Die ganzen Materialien wie Rotwand und Leime und so weiter. Es ist also auch für die Zukunft, ist das also für auch zu Hause im Hausgebrauch, wenn man etwas umbauen will und so weiter, ist das Hobby ideal. Wieso haben Sie den einen Semmering rausgesucht, um den gestalterisch nachzuempfinden? Fahren Sie in Urlaub gerne nach Österreich? Jein. Wir sind an und für sich noch Schweiz-Fans, haben aber schon in der Schweiz alles gebaut. Ich habe die größte transportable Modellbahnanlage in Europa gebaut mit 270 Quadratmetern und zwar die Bern-Lötschberg-Simplernbahn. Ja, die gibt es Gott sei Dank in Hannover. Okay. Ja, die war also 27 Meter lang und 10 Meter breit und man konnte rundum gehen. Ja, und die Berge waren bis zu 3,20 Meter hoch. Und ja. Wo haben Sie das gebaut? Bestimmt nicht im Wohnzimmer, oder? Nein. Es wurde ein Bahnhof stillgelegt im Kölner Raum und da konnte ich dann, man kannte mich ja noch von der Dienstzeit her, konnte ich die Gepäckhalle anmieten. Ah, ja. Aber die war nicht so groß, dass wir mit einem Mal alles zusammenstellen konnten, sondern erst in der Messehalle haben wir zum allerersten Mal selber unsere Anlage gesehen. Und wer hat denn das finanziert? Das kostet doch die eine und die andere Mark, wenn man sich so einen Bahnhof mietet. Es gibt Gott sei Dank immer noch Firmen, die daran interessiert sind, dass das Modellbahnhobby weitergeht. Nicht nur einfach schnöder Mammon im Verkauf, sondern auch solche Unterstützung. Und ja, ich habe auch oft genug ins Portemonnaie greifen müssen. Ja, ja, ne? Aber die Anlage ist dann verkauft worden und über diesen Weg refinanzieren wir uns. Wo steht die jetzt? Die steht in einem Hotel in Brieg in der Schweiz, wo es auch am Fuße der BLS-Strecke, wo es auch normalerweise hingehört. Sie war mal verschollen, dann hat sie einen Schweizer gekauft, der aber leider verstorben ist, bevor er die Anlage wieder aufbauen konnte. Und jetzt hat endlich ein Hotelier sie wieder. Und ich bin mit einem Kollegen da unten gewesen, weil der Verein, den er da angeheuert hatte, der bekam die andere nicht aufgebaut. Aber wir waren dann 3 Tage da unten. Jetzt steht sie wieder, ist auch fahrfertig. Toll. Ja? Darf ich noch mit dem Karlauer schließen? Bitte. Sehen Sie, Damen und Herren, man sollte sich immer eine Arbeitsstelle suchen, wo man dann gegenüber dem Arbeitgeber keinen Groll hegt. Dann kommt sowas dabei raus. Ich bedanke mich, ich wünsche weiterhin viel Erfolg bei der Tätigkeit. Danke. Und wir schauen uns noch ein bisschen bei den Modelleisenbahnen um. Alles klar. Herr Groll. Danke Ihnen. Ja. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich möchte heute einmal versuchen, Ihr Interesse für Modelleisenbahnen zu wecken. Wissen Sie, das hört sich schon immer so ein bisschen antiquiert, du Herr Baske, wenn man halt über Modelleisenbahnen spricht. Ja. Obwohl mir und Ihnen wahrscheinlich auch immer das Herz aufgeht, wenn man diese kleinen Züge fahren sieht. Ja. Gell? Ja. Wie lange machen Sie das schon? Seit ungefähr 12. Lebensjahr. Ja, echt? Ja.
Hat es denn damals überhaupt schon diese Spur N gegeben? Also mein Papa hat die 65 gekauft, das war die erste Lok von Arnold, also die ersten Modelle von Arnold. Arnold ist ja der Pionier in der Spur N gewesen. Warum hat es eigentlich diese Spur N, in Ihrer Einschätzung nach, gegeben? War das einfach so ein Ehrgeiz von Modelleisenbahnen, Bauern, Herstellern, es noch kleiner zu machen? Oder war es eher das weniger Wohnraum geschuldet, wenn man nicht so viel Platz gehabt hat? Genau, das ist es. Ja. Weil ich meine, die Motoren waren ja damals noch nicht auf dem Entwicklungsstandpunkt wie heute, dass man also winzig Motoren hat, sondern das waren halt schon noch robuste Teile. Dementsprechend hat man ja an die ersten Modelle diese Formengrößen anpassen müssen. Die waren halt nicht sehr realistisch, aber es ist gefahren. Und wie Sie sagen, geschuldet war es halt eigentlich, oder gedacht war es eigentlich, den kleineren Wohnräumen in den modernen Wohnungen, die ja schon damals 60er, 70er Jahre gebaut worden sind. Sie brauchen für dieselbe, es war immer so schön im Arnold-Gleisplanbuch drin, für dieselbe Anlagengröße ein Viertel Platz von der H0-Anlage, wenn man ganz dasselbe drauf baut. Ein Viertel? Ja, ein Viertel. Das ist erheblich wenig, gell? Ja. Und Arnold war da der Wegbereiter, oder was? Arnold war der Wegbereiter. Es gab vom Minitrix, die sogenannte Minitrix-Schiebetrix. Mhm. Das waren unmotorisierte Modelle, die waren in so einer Art Zündholzschachteln drin. Mhm. Die haben bloß so einfache Kupplung zum Anhängen gehabt und die hat man dann wie so ein Auto auf dem Tisch oder wo hin und her fahren können. Das war schon ungefähr 1 zu 160. Und Arnold hat das Ganze dann motorisiert und hat das auf den Markt gebracht als erster mit einer elektrischen Spur-N-Eisenbahn. Okay. Ist sowas ein Hobby für Kinder? Ist es für Kinder oder ist es eher was für Erwachsene? Wir schätzen Sie ja, für Kinder. Wir haben ja eine Jugendgruppe, momentan mit drei Jugendlichen. Aber ich sage mal, von der Anforderung her, vom Greif und so, sollten sie also schon 12, 13 Jahre alt sein. Also für kleine Kinder ist nichts. Also bedingt. Es ist halt heutzutage sehr filigran mit vielen Teilen, die abbrechen können. Es gibt zwar so Hobbymodelle, die einfacher gestaltet sind, aber vom ganzen Verständnis her, sage ich ja mal, sollten die Kinder also schon 12, 13, 14 Jahre sein. Und Ihr Verein jetzt, die N-Bahn-Freunde München, wie viele Leute sind da drin organisiert? Wie groß ist der? Circa 60. Noch so viel? Ja. Und wir feiern nächstes Jahr unser 30-jähriges Vereinsjubiläum. Wo habt ihr ein Vereinsheim oder wo kann man sich was anschauen? Wenn das ja nicht Spielwiesen ist? In Gröbenzell haben wir einen Keller gemietet, 100 Quadratmeter. Da steht über den Sommer immer eine Probeanlage drin, also zum Beispiel hier so ein Betriebsbahnhof, so ein Fiedeljahr. Und da können wir also Züge ausprobieren, neue Module testen, weil jedes Modul, was gebaut ist, wir haben ja da eine Norm für. Das muss ja mechanisch und elektrisch zusammenpassen. Und bevor die auf die Umwelt losgelassen werden, wird so eine Art TÜV gemacht, ne? Ob alles passt, ob die Elektrik richtig verkabelt ist, ob die Mechanik sauber verbaut ist, wir haben so Passboxen drin, ob das alles schön fluchtet. Und so, da nehmen wir halt die Anlage her und natürlich Zuggarnituren ausprobieren und ein bisschen spielen, ist ja klar. Ja. Ne? Da hat ja jeder seine Lieblingszüge und die möchte er ja auch mal erfahren sehen. Wir haben halt den Vorteil, wir können auf dem Fiedel dort bis zu 2 Meter lange Züge fahren lassen. Das Meter lange Züge? Ja, das müssen sie in H0 erstmal den Platz dafür haben. Na, schauen Sie da. Na ja, klar, das zeigt, ist schon lang. Und der weitere Vorteil von unserer Technik, also unsere, sagen wir mal, wie wir die Module bauen, die Modultechnik, hat halt den Vorteil, wir können uns jeder Räumlichkeit anpassen. Und wir haben noch nie in den 30 Jahren ein und dieselbe Anlage aufgebaut. Es ist immer wieder irgendwo, auch wenn bloß 3 Module anders sind, es ist noch nie dieselbe Anlage aufgebaut worden. Jetzt noch eine andere Frage, und zwar, in letzter Zeit haben ja immer mehr Hersteller von Modelleisenbahnen, nicht mehr, aber doch ein paar haben jetzt dicht gemacht und haben zum Herstellen aufgehört. Wie schaut es denn da aus Ihrer Sicht aus? Werden irgendwann mal Sie Ihre Bahnen selber bauen müssen? Ja, ich hoffe nicht. Ich meine, es ist natürlich heutzutage eine Preisfrage, ist ganz klar. Und sage ich mal, wie soll man das ausdrücken? Es ist ein bisschen der Teufel, steckt im Detail. Ja? Die Leute fordern natürlich immer mehr Details und immer mehr Details kosten immer mehr Geld. Ja? Das ist dann eine Spirale, die sich dann anfängt, ohne Ende zu drehen. Weil wenn jetzt zum Beispiel 2 Hersteller das ein und dieselbe Maschine rausbringen oder denselben Wagen, dann wird natürlich genau verglichen. Ja, der hat die Griffstange nicht dran und der hat das nicht gemacht, aber der ist viel teurer. Ja? Das sind dann so Sachen.
wo man sagen muss, da hapert nach meiner Einschätzung auch an den Absprachen der Hersteller. Es war ja mal vor ewigen Jahren, ich habe ja lange Jahre zum Beispiel die Firma Arnold beraten. Also ich bin der Berufseisenbahner und habe die Firma Arnold natürlich... Also im 1:1 Erfahrungen. Ja, ja. Verstehe. Ja. Ich bin Fahrdienstleiter am Rangierbahnhof München-Nord an der Dachauer Straße. Ja. Muss auch, okay. Genau. Und da ist einmal, habe ich auch zu anderen Herstellern Kontakte gehabt, weil die natürlich auch immer wieder was wollten an Vorbildfotos und so weiter. Da war mal, was ich ganz gut fand im Gespräch, so eine neutrale Stelle, wo jeder sagt, du, das und das habe ich vor. Hat das schon jemand anders vor? Die brauchen nicht sagen, wer, sondern sagen bloß, um Kosten zu vermeiden. Sie müssen ja davon ausgehen, wenn Sie heutzutage so eine Dampflokomotive bauen in N, da sind mal 500.000 Euro Formenkosten gar nichts. Also reine Entwicklungskosten, um das Ding dann anschließend im Spritzgussverfahren dann in Serie herstellen zu können. 500.000 Euro. Ja. Und die will dann verdient werden. Ja, ist klar. Und wenn jetzt die Firma XY die auch rausbringt, dann halbiert sich der Umsatz schon mal. Ja? Wenn man es verteilt. Ja. Verstehe. Jetzt noch eine letzte Frage. Ihr ÖBB-Umhänger ist also praktisch dem geschuldet, dass Sie wirklich im echten Bahnverkehr zu Hause sind, oder? Ah, das habe ich von einem Spitzel aus Österreich geschenkt gekriegt. Der ist auch bei der ÖBB. Also wir haben das mal austauscht. Und wir haben so blaue Club-eigene Anhänger. Und ich habe gesagt, das stellt sich hier besser. Als Vorstand müssen. Ja, das wollte ich ja nicht so direkt sagen. Ja, aber ich habe es sofort so gemeint. Dann wünsche ich Ihnen für Ihr Hobby noch viel, viel Zeit. Ja. Auch Leute, die sich dafür interessieren. Ja. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was dazu beitragen können. Ja. Und viel Spaß auf der Spielwiese. Wenn Sie mal ein Stellwerk anschauen wollen bei uns, Sie können gerne kommen. Ich gebe Ihnen noch einmal meine Karte. Ja, das wird wenn schön. Sie mal sowas. Da kann man Kamera mitnehmen. Sicher, wenn es filmen. Okay, Damen und Herren, wenn Sie nächstes Mal einen Stadtrundgang im Stellwerk in Mosach sehen, dann haben Sie heute praktisch die ersten Schritte miterlebt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.